Mein Name ist Pater Stanislaus. Ich lebe zurzeit im Franziskanerkloster auf dem Kreuzberg. Dort bin ich im Bruder Franz Haus zuständig als Seelsorge. Ich gehe auf die Menschen zu, beziehungsweise ich stehe den Menschen zur Verfügung, die sich über die franziskanische Spiritualität interessieren, beziehungsweise ich komme auch mit den Leuten ins Gespräch, die einfach mit einem Franziskaner oder mit einem Pater oder mit einem Mönch, wie auch immer das ist, ins Gespräch kommen wollen. Vor fast einem Jahr, jetzt ganz genau weiß ich nicht, wann das war, aber das ist jetzt unwichtig, das ist fast ein Jahr. Vor fast einem Jahr kam Herr Gerhard Brettschneider auf mich zu und sagte, er arbeite zurzeit an einem außergewöhnlichen Projekt. Ja, was kann das schon außergewöhnlich sein, habe ich mir gedacht. Und er sagte, dieses Projekt läuft unter dem Namen Sonnengesang. Sonnengesang heißt für mich gleich Franziskus. Aha, ein Laie will irgendwas über Franziskus auf die Beine stellen. Als er mir dann bei den nächsten Treffen einige seiner Fotografien gezeigt hatte, muss ich ehrlich auch gestehen, da war ich sofort auch fasziniert und bin auch zugleich für mich selber nachdenklich geworden. Was muss wohl der heilige Franziskus empfunden haben, als er seinen Lobgesang auf die Schöpfung Gottes dichtete? Es geht hier nicht um die Sonne, um die Schwestersonne, sondern es wird bewusst gesagt Brudersonne oder das Schwesterwasser. Die Dynamik der Bilder von Herrn Brettschneider ist überwältigend. Zum einen hoffnungsvoll, aber auch zugleich kritisch. Nehmen wir zum Beispiel das Bild zum Element Sonne. Sie werden das auch gleich in der Ausstellung selber sehen. Die Sonne bedeutet für uns Licht, Geborgenheit, Wärme, vielleicht auch Urlaub, Erholung. Gerade jetzt in der Winterzeit kann man das vielleicht besser noch nachvollziehen. Doch die zwei Stäbe vor der Sonne auf dem Bild zeigen auch, dass nicht alle unsere Mitmenschen in Freiheit leben und sich somit auf der Schattenseite des Lebens befinden. Auch das dürfen wir nicht vergessen. Verehrte Besucherinnen und Besucher, als wenn dies nicht schon fasziniert genug wäre, nein, unsere anderen beiden Künstlerinnen präsentieren am heutigen Abend auch ihre Umsetzung vom Sonnengesang. Darauf freue ich mich besonders und bin auch wirklich selber gespannt, denn bis jetzt habe ich ihre Werke nur in einer Computerpräsentation gesehen, beziehungsweise jetzt gerade haben wir gemeinsam das eine Stück gehört. Ich muss sagen, ich bin sprachlos geworden, weil ich habe mir gedacht, naja, Cello, das ist nicht meine Welt, was kann man damit bieten? Und dazu noch mit keinem richtigen Cello, zu irgendeinem Ding. Aber die Technik haben wir gerade erlebt, die ist schon was ganz Besonderes. Also ich muss wirklich sagen, jetzt schon Respekt und vielen Dank, dass Sie jetzt das wirklich so gespielt haben. Frau Andrea Magnus, es dauert nicht mehr lange. Frau Andrea Magnus hat zu jeder Strophe des Lobgesangs eine eigene Keramik gestaltet. So denke ich, verinnerlicht sie gleich doppelt
den Gedanken des Heiligen. Aus einem Element, aus dem Element Erde, formte sie wiederum die anderen Elemente dieses Sonnengesangs. Die Künstlerin Frau Renate Kubisch verwandelt dagegen den Sonnengesang, die Strophen des Sonnengesangs in Noten und verlebendigt diese auf ihrem Cello. Das Feuer, Erde, aber auch die Sonne, sie alle haben einen eigenen, besonderen Klang. Liebe Besucherinnen und Besucher, dies ist wirklich spannend, wenn Sie bedenken, dass der heilige Franziskus von Assisi ein Musikus und ein Sänger war, ein Tänzer, dessen Herz zum Lobe Gottes brannte. Und ich glaube, gerade durch die Musik kann man auf die Spur Gottes kommen und auch so ein bisschen nachfühlen. Ich wünsche Ihnen